Letztendlich könnte ich möglicherweise nur noch das, was ich bin, verantwortlich machen für alle Konflikte und Probleme, die ich als solche empfinde oder definiere. Also die totale Schuldzuweisung an das, was ich bin, dass es vollkommen schuldig ist für alles, was unangenehm ist, aber auch für alles, was angenehm ist. Und das, was ich bin, ist glücklicherweise weder interessiert noch desinteressiert an meiner Meinung, an meiner Schuldzuweisung, an meinen Ideen, die ich versuche als relevant darzustellen. Denn das, was ich bin, ist die Unbekümmertheit. Schreck, lass nach. Da können unendliche Probleme auftauchen, Zivilisationen ausgerottet werden, persönliche Schicksale in der Hölle vergehen, ganze Universen auseinanderbrechen und das, was ich bin, was vor allem Scheinbaren, Sichtbaren, Empfindbaren ist, kümmert sich nicht mal die Bohne darum. Es ist nicht mal ein Kümmern, ein Nicht-Kümmern, kein Unbekümmertsein. Das ist so absolut in sich selbst und hat kein zweites, vor dem es Angst haben muss oder wo es hin muss oder irgendwas. Es kennt kein Kommen und kein Gehen. Tja. Halleluja.